Da gibt es eben ja verschiedene Szenarien. Nehmen wir an, es würde zu einer nuklearen Eskalation in der Ukraine kommen. Dann sind wir davon ja automatisch irgendwie betroffen. Also so allein wegen des Fallouts und weil auch die Kriegsfurcht in Westeuropa eine ganz andere ist. Insgesamt hätte der Westen und die Ukraine früher und entschlossener unterstützen können. Mit mehr Waffen, mit großzügigeren Systemen, vielleicht auch mit Panzern. Das, was wir jetzt machen, alles früher. Also das ist. Mag auch sein, dass die Amerikaner natürlich, die sind ja auch nicht dumm, die versuchen natürlich auch ihre Machtposition zu vergrößern, da wo jetzt ihr Schutz gefragt ist, weil es gibt nichts umsonst in der Welt und in der Politik schon mal gar nicht. Aber im Kern ist das jetzt nicht die böse Biden-Trump-Verschwörung dahinter, sondern es ist ein normaler Prozess, dass in dem Moment, wo die Länder oder auch die Menschen sich bedroht fühlen, die größte Militärmacht des Westens bedeutender ist, als wenn sie sich nicht bedroht fühlen. Erstmal muss man natürlich sagen, dass man rückblickend ist man immer schlauer. Und gerade bei Sachen von Tod und Leben ist das auch immer so ein bisschen billig. Also, dass man postfestum alles besser weiß, das ist immer so. Und die Frage ist, wer hätte das jetzt vorher besser wissen können? Und natürlich haben wir festgestellt, Russland ist militärisch überschätzt worden, die Ukraine ist militärisch unterschätzt worden. Aber das ist ja nicht von unserem Bundeskanzler oder dem Bundestag oder von irgendjemand passiert, das ist ja unisono über die ganze Welt so gewesen. Klar, da gibt es immer einzelne Ausnahmen. Vielleicht hat man auch ein Interesse daran gehabt, den russischen Bären gefährlicher anzumalen, als er tatsächlich ist. Das ist eine andere Frage. Aber es ist ja ganz auffällig, dass die Leute, die vorher in den schrillsten Tönen vor dem russischen Militär gewarnt haben, wie gefährlich das ist, jetzt eher diejenigen sind, die propagieren, die Ukraine habe quasi schon gewonnen. Jetzt zurück zu unserer Bundesregierung. Die hat natürlich kaum etwas machen können. Also, weil grundsätzlich muss man sagen, ein einzelnes Land rettet die Ukraine nicht. Amerika vielleicht. Also so, wir bewegen uns im Bündnis. Und da macht der Scholz eine andere Rolle haben als Macron oder Boris Johnson. Aber im Kern sind die Bewegungen im Bündnis alles abgestimmt. Man soll nicht diesen Theaterdonner glauben, als würde jetzt Macron reagiert, weil Biden gestern Abend das im Fernsehen gesagt hat und jetzt kommt Scholz unter Druck. Das mögen Journalisten, das mögen vielleicht auch die Leute, aber das ist ja eine Medieninszenierung. Sowohl die Lieferung der Schützenpanzer, der Artillerie, wie auch jetzt der Panzer ist vorher abgesprochen worden und ist keinesfalls in dem Moment entschieden worden, als da irgendjemand vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, ja, jetzt machen wir das. Das ist ja alles Unfug. Ja, insgesamt hätte der Westen und die Ukraine früher und entschlossener unterstützen können. Mit mehr Waffen, mit großzügigeren Systemen, vielleicht auch mit Panzern. Das, was wir jetzt machen, alles früher. Das hätte sicherlich etwas bewegt. Und bloß was hätte es bewegt? Dann wäre die Ukraine wahrscheinlich in einer besseren Lage im Moment an der Front. Aber das Bild hätte sich nicht komplett gedreht. Es wäre nicht so, dass die Ukraine gewonnen hätte. Das ist ganz unrealistisch. Das muss man auch mal so sagen. Sie hätten vielleicht weniger Verluste gehabt. Die Russen hätten mehr Verluste gehabt. Sie hätten vielleicht im Donbass wären sie nicht so zurückgedrängt worden. Sie da noch einen Erfolg gehabt. Aber der Krieg wäre nicht entschieden. Das heißt, es hätte sich das große Bild nicht geändert. Zumindest solange die NATO nicht mit eigenen Truppen an diesen Kämpfen teilnimmt. Und das heißt, es hätte graduelle Verschiebungen gegeben, aber nicht viel. Also die größte Überraschung in dem Konflikt war ja, dass der russische Plan nicht aufgegangen ist. Also man muss sagen, die russische Idee, auf 5 oder 6 Angriffsachsen mit nur 180.000 Leuten ein Land zu besetzen, ist ja auch gewagt und ist auch gescheitert. Und man kann auch sagen, hinterher ist mit Ansage gescheitert. Aber das liegt natürlich daran, weil die Ukraine sehr geschickt und sehr energisch Widerstand geleistet haben. Das ist die größte Überraschung. Hier muss man aber auch sagen, man sagt immer, es ist das liegt daran, weil das russische Militär sich so schlecht angestellt hat. Das ist einerseits richtig, aber andererseits
Eigentlich ist die politische Entscheidung falsch gewesen. Die Geheimdienstinformation und die politische Entscheidung war, wir marschieren da mit voller Kraft ein, enthaupten das Land, dann flieht die Regierung, die Truppen laufen auseinander und es gibt nur, wo so hartnäckige Rechte, das ist ja auch so ein Putin-Narrativ, die werden bestimmt Widerstand leisten und die müssen wir dann schnell niederkämpfen und dann bricht das alles zusammen. Das ist ja die Grundeinschätzung und nach dieser Grundeinschätzung macht das Militär seine Pläne, aber der Plan war dann natürlich schlecht, aber vor allen Dingen war diese Grundannahme ja vollkommen irrsinnig und falsch und hat überhaupt nicht gestimmt. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass der militärische Plan, der nach auf dieser Grundlage entwickelt worden ist, scheitern musste. Aber das ist natürlich die allergrößte Überraschung gewesen, wie stark das ist. Oder wenn man jetzt ein bisschen gegen den Stachel argumentiert, ist es auch außerordentlich erstaunlich, wie schnell die Russen radikale Konsequenzen aus dem Scheitern genommen haben. Wir haben ja zwei große Frontabschnitte um Charkiw und um Kiew herum zurückgenommen und zwar ihre Gewinne vollkommen aufgegeben, haben da hohe Verluste gehabt und haben das alles abgeräumt. Das ist in der Tat ja auch so eine Niederlage zuzugeben und die Konsequenzen zu ziehen, das ist nicht so leicht. Und das ist in der Geschichte häufig, dass man sich ja darum herumgedrückt hat. Das haben die Russen beispielsweise nicht gemacht. Sind eben in der Bereit gewesen, in Anführungsstrichen da aus ihren Fehlern auch zu lernen, wo sie daraus lernen konnten. Im Moment des Krieges gewinnt ein Militärbündnis per se mehr Macht. In dem Moment, wo überall Frieden herrscht und höchstens irgendwo fernab in der Welt Guerillakämpfe sind, aber haben wir ja auch erlebt. Die Bundeswehr ist ja nicht nur kaputt gespart worden, weil Herr Schröder oder Frau Merkel da so voll fies an der Stelle gedreht hat, sondern man hat gedacht, ach ja, wir machen so ein bisschen Peacekeeping, so im Kosovo und mal da. Wozu brauchen wir da eigentlich Panzer? Wozu brauchen wir da schwer bewaffnete Hubschrauber? Es kostet alles wahnsinnig Geld. Nach 10 Jahren ist das alles alter Schrott. Das drehen wir alles mal nach unten, weil wir leben hier in einer sehr friedlichen Welt. Und in dem Moment, wo aber so eine unmittelbare Kriegsgefahr da ist, dann ist natürlich auf einmal das Militär wichtiger. Und insofern ist auch der Schutz der USA oder die Macht der USA auf einmal entscheidender, als wenn alle glauben, sie leben so in so einer Art Friedparadies und da passiert gar nichts. Also das ist, mag auch sein, dass die Amerikaner natürlich, die sind ja auch nicht dumm, die versuchen natürlich auch ihre Machtposition zu vergrößern, da wo jetzt ihr Schutz gefragt ist, weil es gibt nichts umsonst in der Welt und in der Politik schon mal gar nicht. Aber im Kern ist das jetzt nicht die böse Biden-Trump-Verschwörung dahinter, sondern es ist ein normaler Prozess, dass in dem Moment, wo die Länder oder auch die Menschen sich bedroht fühlen, die größte Militärmacht des Westens bedeutender ist, als wenn sie sich nicht bedroht fühlen. Erstmal ist es natürlich so oder so kein Weltkrieg. Also selbst im schlimmsten Fall wäre es ja ein Krieg zwischen Russland und der NATO und nicht der Welt. So, das ist ja durchaus ein Unterschied, weil wir nicht mehr 1940 leben, wo mit dem Kriegseintritt Großbritanniens gewissermaßen der ganze Commonwealth automatisch an der Seite Londons stehen durfte, musste, wie man jetzt auch möchte. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt also, der Weltkrieg wäre ja doch begrenzter. Es ist ja der Westen und Russland und andere Teile der Welt versuchen sich ja trotz des amerikanisch-westlichen Drucks möglichst daraus zu halten, so, weil sie da ja auch nichts zu gewinnen haben. Aber das ist jetzt natürlich nur eine Wortklauberei. Du meinst natürlich einig, ob dieser Krieg weiter eskalieren könnte. Und ja, das kann natürlich allemal mal passieren. Also so, da gibt es eben ja verschiedene Szenarien. Nehmen wir an, es würde zu einer nuklearen Eskalation in der Ukraine kommen. Dann sind wir davon ja automatisch irgendwie betroffen. Also so allein wegen des Fallouts und weil auch die Kriegsfurcht in Westeuropa eine ganz andere ist. Dann gibt es weitere Szenarien. Nehmen wir mal an, die Ukraine kann irgendwann nicht mehr. Also weiß ich, geht im Moment kaum einer von aus, aber nur mal angenommen, die Ukraine kann irgendwann nicht mehr. Also Putin triumphiert, dann dürfte sich die Sicherheitslage in ganz Europa ja ungeheuer verändern. Also so, weil wir führen ja, wir sind nicht im Kriegszustand mit Russland, weil wir Russland nicht den Krieg erklärt haben und Russland uns nicht den Krieg erklärt hat. Aber bis auf die Teilnahme eigener Truppen unter deutscher Fahne
machen wir ja alles. Es sind ja Freiwillige da, von denen keiner so richtig weiß, wer die eigentlich bezahlt oder wer die versorgt und wer die ausrüstet. Wir schicken Munition, wir helfen den Geheimdienst und so weiter und so fort. Und im Fall, dass die Ukraine nicht mehr kann, kann man ja sicher sein, dass die Russen sich dafür revanchieren werden. Im Moment haben sie genug andere Sorgen, aber grundsätzlich hat der Westen auf der Welt genug Feinde, die Putin auch peppeln könnte. Also das würde uns extrem verändern. Ich glaube aber nicht, dass wir in den Krieg eintreten werden. Das ist ja immer so eine Diskussion. Beispielsweise gibt es ja auch, was passiert jetzt, wenn wir unterstützen die Ukraine mit Panzern, vielleicht auch mit Flugzeugen. Das ist ja eine schwierige Sache, weil das Training und die Logistik so kompliziert sind und so lange dauern und alles Mögliche. Und viele gehen ja davon aus, dass die Ukraine quasi den Krieg im nächsten Sommer schon gewonnen hat. Also so kann ja lesen, auch hochrangige Ex-Militärs schwadronieren darum, denn das eine Brigade die Krim befreit oder sowas. Naja, meinetwegen kann ja passieren. Aber für den Fall, dass das nicht passiert, wenn man merkt, okay, wir schicken da jetzt nochmal 300, 400 Panzer und das verschwindet alles in diesem Ofen. Und ohne, dass die Ukraine weiterkommt, dann steht der Westen natürlich irgendwann vor einer ganz schwierigen Situation, weil wir weder die Niederlage der Ukraine ertragen können, aber wir könnten auch nicht in den Krieg eintreten mit eigenen Soldaten. Weil meiner Ansicht nach ist es ja so, dass Russland die große Schwierigkeiten haben mit der Ukraine plus westliche Unterstützung, einen konventionellen Krieg gegen die gesamte Armee der NATO nicht gewinnen kann. Das ist ja ganz offenkundig. Und was wäre die logische Konsequenz? Russland müsste extrem schnell nuklear eskalieren. Und zwar so, dass die Europäer richtig schwer getroffen sind, die Amerikaner aber nicht unbedingt gezwungen sind einzugreifen und die Zerstörung ihres eigenen Landes in Kauf zu nehmen. Und diesen Move wird ja im Westen nie einer machen. Also insofern glaube ich nicht, dass es zu einem Weltkrieg kommt. Ich glaube, dass, wenn der Krieg zu Ende geht, die Bedrohungslage sich für uns durchaus ändern kann. Also ein Ende des Krieges sehe ich im nächsten Jahr persönlich nicht. Also so, und woran liegt das? Das heißt, nach Lage der Dinge ist ja ein Kompromissfrieden in der Ukraine nicht möglich. Also ein Kompromissfrieden bedeutet, jeder, keine Partei kann ihre Ziele durchsetzen und dann muss man sich auf einen nicht gewollten mittleren Kompromiss einsetzen. Aber im Moment ist es ja so, dass nach wie vor Putins Kriegsziel ist, weitere Teile der Ukraine zu annektieren oder zumindest die auf dem Papier schon annektiert hat. Ich würde eher vermuten, dass sie noch mehr rausschneiden wollen. Die restliche Ukraine vom westlichen Westen abzuschneiden und so zu zerstören, dass das ein hilfloser Staat ist. Naja, das kann natürlich für die Ukraine vollkommen unannehmbar, das versteht sich von selbst. Das ukrainische Ziel ist ja aber, das gesamte Staatsgebiet, den Donbass, dass die Krim wieder zurückzuerobern und dann gibt es noch weitere, was weiß ich, Putin vor Gericht, Schadenersatz und so weiter und so fort. Wiederum für die russische Seite vollkommen unannehmbar. Und da sehe ich keinen Raum für einen Kompromiss, weil beide Länder weiter kriegsfähig sind. Dieser Krieg wird so lange gehen, bis eine Seite nicht mehr kann oder beide Seiten zugleich nicht mehr können. Und das ist noch lang, lang, lang nicht erreicht. Also ich glaube nicht, dass der Krieg schnell enden wird. Ich glaube aber, der entscheidende Faktor bei diesem Krieg, wenn es nicht zu überraschenden Siegen im nächsten Jahr kommen wird, ist die Frage der Verluste und der Soldaten. Und da muss man sagen, weil Russland einfach ein sehr viel größeres Land ist, sitzt Putin am längeren Hebel. Kiew kann diesen Krieg nur gewinnen, wenn auf einen toten Ukrainer mehrere tote Russen kommen. Wenn aber Prognosen richtig sind, die im Wesentlichen ausgeglichene Verluste beider Seiten annehmen, wie etwa vom US-Generalstabschef, dann ist das on the long run für Kiew nicht zu gewinnen. Dann muss Kiew im nächsten Jahr versuchen, eine Entscheidung herbeizuführen, weil Russland wird weitere Truppen mobilisieren und das werden nochmal 300, 500.000 Mann sein im nächsten Jahr, davon ist jedenfalls auszugehen. Und Kiew wird da irgendwann nicht mehr hinterherkommen, weil die Ukraine ein kleineres Land ist, das ist die ja offenkundig. Und die Ukraine hat natürlich das Riesenproblem, dass auch sehr viele Männer aus der Ukraine in den Westen geflohen sind und hier bei uns leben. Das weiß ja jeder, der auf der Straße ist. Das ist ja gar nicht zu übersehen. Und wir berichten viel über heroische Truppen, aber es gibt eben auch viele Leute, die denken, den Krieg gucke ich mir mal lieber von Berlin oder Paris oder sonst wo aus an und warte ab. Und
Das sind beides Faktoren, die Kiews Reservoir an Soldaten begrenzen.